Ja, das schien erfolgreich gewesen zu sein. Ich hoffe mal, dass er aus dem System rausgesprungen ist. Weiter geht's bei Stellaris Overlord. Und ihr seht, hier haben sich nennenswerte Feindkräfte versammelt. Also wirklich starke Kräfte. Wir gucken mal. Wir haben ihn nicht vernichtet, haben aber auch unsererseits keine eigenen Schäden gemacht. Er hat ein gutes Trefferverhältnis, Ausweichen. Okay. Vernichtet Punktverteidigungsziele. Er hat 50 vernichtet. Rumpfschaden. Also in der Summe sieht es ganz gut aus. Effektivität war okay. Aber tja, was soll ich sagen? Also da reinzuspringen gleicht Selbstmord. Das muss man ehrlich mal sagen. Wenn wenigstens das Ding hier rausspringen würde. Aber da habe ich echt Probleme. Also wenn er jetzt zu uns springt und er in der Zeit dieses System hier vernichtet, ja, dann tut es mir leid für New Beginning. Das, oh Gott. Nein. Nein. Das ist ja grausig. Ein Schwarm. Ach, das gehört den Raxacodium bereits. Na, dann können wir es ruhig vernichten. Das ist ein Ökumenopolis. Ist das schrecklich, wenn er das sprengt. Das wäre so unglaublich schade. Aber ich vermute, ne, wir können ihn da auch nicht mal von abhalten, ne? Er bringt seine eigenen Flotten jetzt schon in Sicherheit. Weil dieses unglaubliche Teil jetzt sprengen wird. Aber okay, gut. Wir bleiben aber 14 mit der Flotte, will ich eigentlich immer noch nicht haben. Na, was soll's. Wir nehmen es mal. Das Problem ist, dann wird die Flotte nur größer, aber ich würde gerne das Flottenlimit an sich erhöhen. Das finde ich besser. Also das wäre so mein Vorteil, oder mein Favorit. Jetzt gucken wir erstmal, ob er wirklich hier reinspringt. Ich habe übrigens auch sehr langsam gemacht, dass wir da mal ein bisschen was sehen. Er springt hier echt rein mit den Flotten. Ist er denn des Wahnsinns? Und dann auch noch einzeln. Das ist ja Selbstmord. Und die krallen wir uns auch gleich noch. Ja. Das ist jetzt doof gelaufen. So, und das System hat er jetzt gesprengt, oder was? Na, wir haben ihn rechtzeitig davon abgehalten. Das ist ja unglaublich. So, einmal dahin bitte. Und du gehst bitte dahin und untersuchst die Trümmer. Sehr schön. Racket Industries, nein, ich will immer noch nichts mit euch haben. Ihr klaut wieder nur bei uns. Das hatten wir vor unzähligen Mal, keine Ahnung, da kamen die zu uns und dann wurde geklaut bei uns. Nee. Was machen wir nicht nochmal? So, weiter geht's. Wir können übrigens mal gucken, by the way, wie es hier unten aussieht. Die Quadraloks sind gut dabei. Aber mir tut das so leid, dass die Menschen hier wieder einen draufkriegen. Tja, mal gucken, was hier passiert. Die Gulkfuki sind hier unten, das ist ganz gut. Da können wir uns überlegen, ob wir die wirklich dann eingliedern. Das wäre eine Möglichkeit. Die Makar, die Allianz. Ach, hier sind die. Die Allianz of Sermaggio. Das sind die hier, ne? Kommen die denn da unten hin? Wahrscheinlich irgendwas erobert. Die Clans sind übrigens auch, die sind, glaube ich, gar nicht mit im Krieg. Kann das sein? Diese widerlichen Verräter. Also ich sag's so ehrlich, wie es ist, wenn der Krieg vorbei ist, dann werden wir euch fertig machen. Also das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Die ganze Galaxis, selbst die alten Reiche, ziehen an einem Strang und ganz oben im Norden sitzt einer und denkt sich, ja, macht man, wir haben bestimmt irgendeine Erwerbsregel, wo wir euch vernichten können mit. So, jetzt gucken wir mal hier. Nein, die konnten sich ernsthaft alle zurückziehen. Boah. Das ist ja eine Katastrophe, ey. Wir haben kein Schiff verloren, aber 4 abgeschossen. Also das ist echt ein ganz mieses Verhältnis. So. Ist er noch da? Ha!
Die springen direkt in die Fuchteln und er kommt zuerst. Die Schiffe des Alten Reichs gegen ihn zuerst. Boah, ist das... Moment, das müssen wir jetzt mal... Moment, stopp, immer ein bisschen langsamer. Das gucken wir uns jetzt mal an hier. Wahnsinn. Komm schon, der darf nicht springen. Wir müssen endlich mal einen großen Erfolg haben. Haben wir ihn? Haben wir ihn? Ja! Haha! So viel dazu. Das sieht doch mal super aus. Oh, guck mal, eines unserer Schiffe... Nein! Du hast diese... Oh Gott, wie heißt denn das Schiff? Also egal wie es heißt, das... Also für diesen Moment werden Lieder gesungen werden auf der Erdallianz. Lieder von diesem Schiff, das müssen wir uns nochmal angucken, Leute. Dieses tapfere Schiff hat in Aufopferung für die gesamte Menschheit dieses Monstrum gerammt und ist damit zur Explosion gezwungen und es verhindert, dass es im Hyperraum, in den Hyperraum springen kann. Ich weiß gar nicht, wie ich euch genug danken soll dafür. Und ich weiß nicht mal euren Namen. Tja. Wenn ihr den Namen dieses Schiffes kennt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Unglaublich. Einfach nur klasse. Klasse. Leute, super. Rivalität beendet. Ja, yes. Okay. Wir haben eine Korvette verloren. Und ich kann euch auch genau sagen, welche das war. Ruhe in Frieden, mein Freund. Ruhe in Frieden. Okay, gut. Weiter geht's. Wir haben ja noch genug zu tun. Das war gerade immer noch nicht. Danke. So. Yep. Auch da geht's weiter, bitte. Zack. Aber das erreicht. Och, nicht schon wie. Ernsthaft in Alpha Centauri? Oh, Leute. Das gibt's auch wohl nicht. So, wo sind sie jetzt her? Die Menschen, die vom Rexacodium Trunkstream sind auf Bernie Prime angekommen. Und da leben doch keine Menschen drauf. Oh, tatsächlich. Da leben echt Menschen drauf. Na gut. Gucken, wer das ist. Die Makar? Nein. Wie cool ist das denn? So, Feindflotten in der Nähe. Bei Alpha Centauri. Ja, das könnte jetzt in der Tat böse sein. Gerade mit... Boah, also das ist ja fies. Okay. Haben wir denn schon die Möglichkeit, noch weitere Titanen zu bauen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Dann werden wir mal auf der Erde. Quatsch, das war das Falsche. Ich wollte auf die Soul-Station gehen. Und hier werden wir mal bitte... Tja, wollen wir Schlachtschiffe der Enterprise-Klasse bauen? Wir können einmal kurz in den Schiffsdesigner gehen. Und gucken, ob wir die Enterprise-Klasse eventuell grundsätzlich umbauen. Ich hätte ja... Nee, wir machen das anders. Wir machen noch ein neues Design. Schlachtschiff. Ich hätte gern noch einen mit einem X-Slot. Dass wir hier nochmal ein Lichtbogen-Emitter-Schiff einbauen können. 150er Reichweite, Schild- und Panzerungsdurchschlag. Einmal da rein. 150er Trägertaktik. Wunderbar. In der Mitte kommen... Tja, was braucht man denn da? Ich würde einen normalen Artilleriekern nehmen. Er macht Panzerung und Schilddurchschlag. Das geht direkt da drauf. Dann machen wir hier noch eine kinetische Artillerie rein. Zweimal. Und dann hätte ich gern noch einen, der Panzerung und Rumpfschaden macht. 100 bis 250, dann nehmen wir den Neutronenwerfer. Und hinten kommt ein Waffenslot hin, da kommt ganz normal ein Gamma-Laser und eine Gauss-Kanone rein. Nullpunkt-Reaktor ist okay, Hyperantrieb 3. Ja, das passt. Jetzt gucken wir mal die Schilde an, die wir haben. Schilde 870, Panzerung, das ist, glaube ich, auch alles egal. Wir haben die gegossenen Kristallplatten, die sind sogar noch besser.
Dann machen wir mal ein paar mehr Panzerung. Mehr Panzerung rein. Und da kommen bitte regenerative Rumpfgewebe rein. Und die Schlachtschiffe, tja, wie nennen wir die denn? Die Schlachtschiffe. Also wenn wir Titanen der Oliver-Klasse haben, dann brauchen wir natürlich auch Schlachtschiffe der Neuer-Klasse. Ganz klar. So. Einmal speichern. Die sollten wir eigentlich mit den Titanen der Oliver-Klasse in einem System bauen. Und da bitte einmal 4 Stück von bauen. Das sollte auch alles parallel gehen. Genau. So, da haben wir noch gekämpft. Das können wir ignorieren. Ressourcenspeicher beim Einfluss ist voll. Das ist okay. Und dann geht's hier weiter. Also, ihr geht bitte... Ja, wir sind dran. Die Zaklan gehen bitte dahin. Ah, da sind noch irgendwelche Planeten offen, ne? Die gehören auch den Rexacordium. Aber das ist nicht unser Problem. Das sollen die anderen, ganz ehrlich, das sollen die anderen regeln. So, einmal darunter bitte. Was haben wir hier? Besprochene Ratswahl. Wir sollten uns das aber mal angucken, was es hier gibt. Ein Ratsveto einführen. Ja, das finde ich gut. Wer macht das? Der Itzi-Pakt. Ja, das finde ich okay. Gesicherte Souveränität. Die Klausel Eingliederung erlaubt ist Vereinbarung zwischen Mitgliedern der galaktischen Gemeinschaft nicht mehr gültig. Das möchte ich grundsätzlich ablehnen. Das finde ich nicht gut. Das würde nämlich unser System so ein bisschen entgegenlaufen, dass wir unsere Freunde irgendwann natürlich auch eingliedern wollen. Einmal zum nächsten bitte. Du kannst dann dahin gehen. Und da unten... Ach, guck einer an. Da ist er. Ja, spreng doch mal deine eigene Welt in die Luft. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht, wenn du in die Ecke gedrängt wirst. So, da ist die Erdallianz. Wo ist unser Forschungsschiff? Das sind Raider. Da hinten. Okay. Flottenkampfstatistik. Okay, wie sieht's hier aus? Sind unsere Schlachtschiffe fertig? Noch nicht ganz. Sind im Bau. We are being hailed. Und er flieht da unten. Ja, das würde ich auch tun. Einmal dahin bitte. So, wir gucken mal nach den Ergebnissen. Keine Verluste. Da hätte mich jetzt auch gewundert. Keine Verluste. So, wer will was? Der Itzi-Pakt. Assoziationsstatus anbieten. Federated Autonomous Power. Machen wir mal. Das können wir gerne mal versuchen. So, da unten müssen wir uns gleich drum kümmern. Er ist am Erforschen. Jetzt gucken wir mal hier oben. Da sind wir noch nicht fertig. Noch 3 Monate. Dann sind die da auch durch. So. Sind unsere Flotten in Position? Ja. Jetzt gucken wir mal, er springt. Er kriegt Verstärkung. Da springt einer ins System rein. Komm, rein da. Rein da. Der braucht Verstärkung. Da bin ich mir nicht sicher, ob 30.000 ausreichen. Komm schon. Er darf nicht wegspringen. Die Kavallerie ist gleich unterwegs, mein Freund. Und da ist die Kavallerie. Nein! Jetzt nicht! Und habt ihr das gesehen? Er wollte gerade fliehen. Aber das hat er nicht geschafft. Er ist uns nämlich voll auf den Leim gegangen. Sehr, sehr gut. Weiter geht's. Wir werden keine Müdigkeit vortäuschen. Wir müssen mal gucken, was wir noch zu tun haben. Das hat er bereits alles erledigt. Also unser Freund.
Da haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Ja, es sind nur noch die hier. Und dann sind die Ruxacodium Geschichte. Das gehört schon da oben der Verity Star Alliance. Sehr schön. Bauform abgeschlossen. Gucken wir uns an. Wirtschaftspakt. Immer analysiert. Oh, das ist gut. Aber hier gibt es doch bestimmt noch mehr. Genau. Nochmal analysieren, bitte. Der Stern... Aber der konnte doch nicht abhauen. Nein, ist... Der ist echt abgehauen. Oh, ist das ärgerlich. Ja gut, okay, das haben die Zahlen uns gezeigt, ne? Ressourcen von Jobs plus 5%. Befehlslimit interessiert mich nicht. Ich brauche die... Flottenkapazität. Das ist viel wichtiger. Wir können aber mal gucken, wenn wir gerade dabei sind, dass wir hier bitte... Ankerplätze bauen. Und... Da geht's noch nicht weiter. Und da bitte auch Ankerplätze. Und da bitte auch Ankerplätze. So, das müssen wir mal wirklich mal zusehen, dass wir jetzt hier unsere Flottenkapazität erweitern. Und wir könnten auch auf der Babylon-Station... Okay, das ist noch nicht fertig. Aber da werden wir dran arbeiten. So, weiter geht's. Wir nehmen uns alles ein, was uns gehört. Stückchen für Stückchen werden wir die Ruxacodium dahin zurückschicken, wo sie hergekommen sind. Tja, und ich sag das so einfach, das geht gar nicht mehr. Das gehört mittlerweile ja den hier. Das Problem ist, der hat eine zerstörte Atherosphase-Maschine und er könnte die irgendwann wieder reparieren. Also, da mache ich mir gerade bei dem Makar, mache ich mir ein paar Sorgen. Da müssen wir einmal... Oh, Rumpfstärke von Schlachtschiffen, das ist gut. Haben wir das zweimal? Tatsächlich, ja. Ist noch eine zweite. Enigmatische Tor habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Wir werden mal die Sachen hier erforschen. Das sollte eigentlich auch... Ja, das sollte auch nicht so lange dauern. Gucken wir mal dahin. Bitte einmal weiter erforschen. Und da haben wir... Nein! Haben wir einen Arbeitslosen? Wie kann das denn passieren? Bitte einmal alle dahin. Und hier können wir... Tja. Wir könnten bitte einmal ein Holotheater bauen. Und auf PredLive können wir uns auch mal das Ganze angucken. Bitte alles da rein. Sind wir bei minus 13. Ja, wir dürfen ein anderes Thema nicht außer Acht lassen. Wir müssen hier... Das können wir einmal updaten, bitte. Wir müssen ein Forschungsnexus bitte ersetzen gegen... ein Holotheater, denn nur glückliche Leute sind Leute, die auch gerne arbeiten wollen. So. Weiter geht's. Ich denke, wir können jetzt ruhig mal auf schnell schalten. Das sollte mittlerweile... sollte das ganz gut gehen. Wir gehen einmal direkt die gesamte Lotte. Interstellar Debris analyzed. Einmal nach Ende lang. Was ist denn die Strike Force Pegasus? Ah, ja. Alles klar. Ihr kriegt natürlich noch einen Anführer, aber da haben wir gerade keinen. Ausweichen und belastbar. Wir nehmen mal den belastbaren. Der kann sich noch ein bisschen weiterentwickeln. Und dann schicken wir euch bitte... Ach, schade. Ich dachte, Alpha Centauri wäre noch da. Ach, das ist ja ärgerlich. Na gut. Ja, dann ist es so. Dann gibt es halt keine weiteren Schiffe in Alpha Centauri. Zumindest haben wir jetzt 4 Schiffe. Wow, die schaffen schon 11.000. Nicht schlecht. Wie geht's eigentlich dem Mars überhaupt? Dich können wir doch auch noch terraformen jetzt, ne? Ja. Eine Kontinentalwelt, bitte. Das können wir beim Mars mal mitmachen. Damit wir dort auch natürlich Terraforming Mars betreiben. System Survey concluded. So, weiter geht's. Sind unsere Schiffe angekommen?
Alle da, dann einmal nach Ende lang, bitte. So, hier vorne. Es ist unglaublich, ne? Der Will ist echt. Der meint das echt ernst. Der zieht das echt gnadenlos durch. Construction completed. So, hier vorne, Derek Sarcodium. Macht er den hier? Hat er das jetzt. Nein! Der geht in die Gegenoffensive? Jetzt im Ernst? Der hat Tiagria verloren. Rexharmonium. Tatsache. Oder? Moment. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, 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 hat er nicht. Der war schon immer so groß. Oder hat er hier? Nee, das ist von den Rexharcodium. Komisch. Also ich weiß, also was hier passiert ist, weiß ich nicht. Aber die sind nicht mehr im Krieg. Nee, sind sie nicht. Komisch. Auf jeden Fall hat er uns gut geholfen. Komisch. Na gut. Wir gehen hier hinten weiter. Ich denke, unsere Allianz ist jetzt hier mittlerweile... Ja, ihr seht's, wir sind im Vorteil. Und wir machen hier gnadenlos weiter. Wir holen uns alles, was uns gehört. Einmal zu Dennep, bitte. Und dann da unten hin. Die können wir auch zur Zitadelle bitte verbessern. Und eine Sache, die noch offen ist, die wollen wir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Produktion Bergbaustation. Ne, wir wollen erstmal die Waffen durchziehen. Ich möchte gerne nochmal mit einem unserer Konstruktionsschiffe in die Megastrukturen gehen. Und damit nehme ich jetzt das strategische Koordinierungszentrum mit 5000. Und das will ich auf jeden Fall bauen. Das strategische Koordinierungszentrum, das sollte auch definitiv in der oder bei der Erdallianz stehen. Und auf jeden Fall bei der Erde. So. Und das sollten wir einmal dort bauen. Und das gibt uns massiv mehr Flottenkapazität. Und das strategische Koordinierungszentrum bauen wir mal beim Merkur, bitte. So. Da wird es gebaut. Und dann geht es da auch weiter. Und wer ist gestorben? Governor Daniel Kelly. Okay. Kein Kampf auf unserer Seite. Also, das schreibt gerne mal in die Kommentare. Warum er jetzt hier wieder in der Lage ist, vor allen Dingen auch natürlich seine Flotten wieder aufzubauen, das finde ich enorm, enorm doof. Also, das ist echt ärgerlich. Aber gut. Jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir ihm hier unten alles klauen. Hat er da oben jetzt... Ja, da ist er unterwegs. Er baut sich hier seine Truppen, die Gulk Furki, und dann wird das irgendwann auch eingenommen. Aber damit beschäftigen wir uns jetzt mal nicht. Da oben hat er noch einen. Hat er hier Planeten? Ach, hat er. Tatsächlich. Na gut. Flottenkampf. Sieht noch gut aus. Jetzt gehen wir erstmal unbehelligt weiter. Können wir gleich da unten hingehen. So, das sieht gut aus. Da gibt es auch wieder ein paar Sachen, die wir erforschen können. Und die gesamten Flotten gehen bitte gleich weiter. Einmal da lang und da lang. Dass wir jetzt hier wirklich alle Schiffe nacheinander vernichten. Und dann sind wir mit dem Zweig hier sogar fertig. Echt ein doofes Schiff. Okay. Aber bei Hotram kommt er nicht weiter. Und dann müssen wir gucken, dass wir den hier oben vernichten. Denn da gibt es 32.000. Da müssen wir aufpassen, dass er da nicht weiterkommt. Und wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Schade, dass die Quavadocs nicht wirklich mit... Also, schon mitkämpfen, aber nicht so stark sind. Wir haben die verbunden. Wie denn? Hier rum? Ah. Cool. Darum mit dem Hyperraum-Relais-Netzwerk. Sehr schön. Und wie es da weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Euer Strategiener. Ciao, ciao.